und somit herzlich willkommen zurück zu Isle of Man. Wir gehen in das nächste inoffizielle Rennen hinein, damit wir langsam zur Tourist Trophy kommen. So, wir starten. Oh, ich bin ganz vorne. Natürlich wieder ein geiler Start. Super Start. Ey, guck mal, wie der eine wieder wegzieht. Die anderen jetzt nicht unbedingt, aber hier immer einer dabei. Der zieht richtig ab. So will ich auch mal fahren können. Oder starten können. Sagen wir es so. Fahren, naja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller. Alter, wieso bremst denn der so krass? Ich kann auch übelst durchrollen lassen. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind so ein paar kleine Sprüngchen mit drin. So, hier einmal eine enge. Ui, da kommen wir aber auch ganz schön weit raus. Okay, das war vielleicht doch ein Ticken zu schnell. Wir sind aber trotzdem vorne. Haben eigentlich gleich gar nicht so ein langes Rennen, finde ich jetzt, oder? Hier noch 8,5 Kilometer. Kann man vielleicht nochmal so eine so eine Nebenaufgabe machen. Mal gucken, solange nicht wieder irgendwas kommt mit, ja, nach 10 Sekunden gleich drei Leute überholen, dann geht es eigentlich ganz easy. Alter. Mal ein Sturz und ich bin letzter. Aber ich bin gleich wieder vorletzter und vorvorletzter und vorvorvorletzter. Und jetzt wird es mir langsam zu blöd. Eieiei. Muss ich alle überholen. Also 2, 75, noch mehr, 80. Alter, langsam kann die Maschine was. Hat das Tuning schon was gebracht hier? Obwohl das eigentlich gar nicht so dran stand, so, dass halt auch hier die Höchstgeschwindigkeit oder so auch besser wird. So, das sind alle? Okay, alle so nah aneinander. Bin wieder vorne, okay. Verschluckt mich auch noch. Aber eigentlich sogar fast hier, eigentlich nur auf der Geraden überholt. Also in den Kurven verstehe ich es ja, dass die da vielleicht ein bisschen langsamer sind oder dass man ein bisschen schneller fahren kann. Aber selbst hier auf der Geraden hier gut am Mithalten. Alter, guck mal. Mich haut's halt wieder hin. Ich schaffe die Kurve nicht, obwohl grün war. Ja, toll. Hier, Topspeed. Und man ist halt einfach direkt überholt von allen. Ich habe sogar gebremst und es war nicht mal gelb. Das finde ich jetzt doch ein bisschen hart. Also der erste Sturz, ja okay, aber der zweite, dass es mich da so weit rausgetragen hat, finde ich dann auch doch ein bisschen übel. Sind aber eigentlich alle nah aneinander. Aber wir haben halt nur noch ein, wir haben nur noch 1 Kilometer. Sind wir Platz 6, aber die sind alle hier. Ich komme hier so ein bisschen. Okay. Ich räume erstmal einen ab. Ja, da kann man neu starten. Okay, wieso hat der eine jetzt plötzlich so rausgezogen? Das fand ich ein bisschen heftig, dass er so rausgezogen hat plötzlich. So, diesmal ohne Kupplung, aber der eine zieht trotzdem weg. Da bin ich noch ein bisschen auf Risiko gegangen, aber trotzdem verstehe ich nicht, wieso der so krass rausgezogen hat. Okay, genau. Schon am Start. Boing. Klar, könnte man jetzt nochmal neu starten, weil ist nicht mehr weit, aber scheint so eine kleine Herausforderung, oder? Dass wir hier wieder rankommen. Wenn wir halt auch mit einem Kilometer Vorsprung oder so gewinnen, ist natürlich auch langweilig. Die Frage, bekomme ich jetzt hier irgendwie eine Strafe? Ja, okay, eine knappe Sekunde. Geht eigentlich ganz in Ordnung. Okay. Das war jetzt mal gar nichts. Alle guten Dinge sind 3. Wo ist er? Hä? Diesmal keinen guten Start erwischt, oder wie? Okay. Sehr seltsam. So,
Sonst ist er immer ein bisschen weggeschossen. Jetzt diesmal aber, Obacht, nicht so ganz. Klar, wenn es uns jetzt nicht hinlegt, dann ist es halt auch ein sehr einfaches Rennen. Deshalb wollte ich eigentlich bei dem ersten Sturz nichts machen. Aber dann war ich viel... Alter, guck mal, ich war letztes Mal viel weiter draußen. Jetzt kriege ich 7 Zehntel. Das letzte Mal hatte ich 9,5 Zehntel. Und das ist, dass ich viel weiter draußen war und theoretisch viel mehr hätte abkürzen können. Digga! Jedes Mal hier! wieso habe ich jetzt nochmal eine Zeitstrafe bekommen? Hab doch nichts abgekürzt. Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Habe ich vielleicht bei der Kurve die Außenbande berührt und deshalb vielleicht noch eine Strafe bekommen? Das könnte ja vielleicht sein. Also meine einzigste Erklärung. Ich glaube, ich habe die Bande berührt. Das hat man so vielleicht nicht richtig gesehen. Aber der Controller hat ganz komisch vibriert. Ich glaube, da war so ein ganz leichter Kontakt hier. Eieieiei. Da muss man richtig aufpassen. Vor allem, weil ich nach hinten, man sieht halt nichts. Aber wenn es sich hinlegt, kann es halt sein, dass sie einfach direkt vorbeischießen. Vor allem, wenn man stürzt, dann muss man eigentlich fast in so einer langsamen, engen Kurve stürzen. Weil wenn ich hier auf die Geraden hinfall, da verliert man natürlich noch mal viel mehr Zeit. Wenn hier die Leute mit fast 300 vorbeifahren, anstatt mit 60 in so einer engen Kurve. Uiuiui. Das war jetzt eigentlich gerade auch nicht so schön. Aber wir sind auf dem Bike geblieben. So, wir müssten langsam im Ziel sein. Ja, wenn es einen nicht hinlegt, dann ist die Schwierigkeit eigentlich ganz gut. Das Problem ist, die Schwierigkeit ist halt so eingestellt, wenn es dich einmal hinlegt, dann wird's schwierig. Dann wird's wirklich schwierig. Ich sehe auf die Zeit, schau, guck mal, 12, also fast 12 Sekunden Vorsprung. Obwohl ich nicht mal an den Topspeed dran war. Guck mal, der Platz 9 hat 292 km/h Topspeed. Aber ich habe halt 213 Durchschnitt. Der nächste nur 201. Das macht dann halt schon vieles aus. Ja, dann würde ich mal sagen, wir könnten ja vielleicht nochmal auf so eine Mission schauen. Es ist die Frage, welche war die Mission, wo diese, ja, blöden Sachen kamen. Ist natürlich die Frage, muss ich erst hier drauf gehen und laden? Und dann sagt er mir, stellen Sie eine Zeit von unter 21 Minuten auf, kommen Sie höchstens 4-mal von der Strecke ab, stürzen Sie höchstens 4-mal. Haben wir jetzt so eine krass lange Strecke? Oder ist halt einfach... ist das nicht die offizielle Rennstrecke sogar? Ja, komplette Strecke, aber 21 Minuten oder ja, vielleicht kann man es auch in 2019, ich weiß nicht, schaffen. Vor allem muss man die ganze Strecke fahren und darf nicht mal 5-mal hinfallen. Aber, ja, das geht mir jetzt zu lange. Ich bin eigentlich eher so eine bisschen kürzere Aufgabe. Die andere kann man, also das kann man natürlich auch mal machen, aber nicht heute. So, hier haben wir. Stürzen Sie höchstens 4-mal. Stoßen Sie höchstens 4-mal mit Gegnern zusammen. Beenden Sie 6 Runden, ohne dass der Kraftstoff ausgeht. Kann man dann währenddessen tanken? Wie lang ist die Strecke? Ich habe generell relativ wenig Dings dabei. Okay, wir müssen da 6 Runden fahren. Aber es hört sich halt auch wieder so ein bisschen länger an, gell? Und die Frage ist natürlich, wie viel Benzin man mitnimmt. Klar kann man natürlich voll tanken, aber
Naja. Egal, komm. Das machen wir jetzt. Aber wir müssen auf Benzin gehen. Ich mache jetzt einfach mal voll. Ist mir jetzt egal. Aber wenn wir gerade mal hier sind. Achso, das kann ich gar nicht hier ändern. Okay. Dann starten wir mal. Natürlich die Frage, wie lange so eine Runde geht. Aber das können wir jetzt in der ersten Runde sehen. Oh, und ich muss... Oh, ich glaube, mit dem Stutzen darf ich ja auch nicht, gell? Stutzen und zusammenstoßen, glaube mindestens viermal. Das Problem ist, wenn ich halt jede Runde einmal hin mich hinlegt, dann ist es halt schon zu viel, gell? Aber wir sind schon mal Platz 2. Das heißt, wenn wir ein bisschen vorne sind, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen mit dem Zusammenstoßen. Alter, Alter, Alter! Beruhig dich! Ah, ich bin schon wieder hier. Hier legt es mich meistens irgendwie hin, aus irgendwelchen Gründen. Aber schon am Anfang, der erste Sturz. Und ich weiß noch nicht mal, wie lang die Runde... Haha! Alter, wie der rumfliegt. ich weiß noch nicht mal, wie lange die Runde geht. Oh, wenn man hier auf den... Wenn der Minimap auf den Kreis schaut, dann bin ich noch nicht mal viel von der Runde gefahren. Hätte ich auch theoretisch hier diese komplette Strecke fahren können mit den 21 Minuten, würde ich jetzt mal so schwer behaupten. Ach, Digga, come on. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, wieder schaut und reingehauen.